Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr ein Hard Reset an einem Apple iPhone XS durchführen könnt. Also das iPhone XS, wenn es nicht mehr funktionieren sollte, also ihr könnt nicht mehr die Touch-Oberfläche benutzen, es ist ganz langsam geworden oder es geht einfach nicht mehr an, dann solltet ihr als allererstes diese Methode, die ich euch jetzt demonstriere, durchführen, und das ist der Hard Reset. Das heißt also, wir bringen das Telefon wieder in den Boot-Rhythmus zurück, dass es sozusagen alles neu lädt. Die Daten, die ihr auf dem Telefon habt, sind dabei nicht verloren gegangen oder werden nicht verloren gehen. Und deshalb ist das immer der erste Schritt, wenn euer Telefon nicht funktioniert, das wieder hinzubekommen. Was brauchen wir? Wir brauchen auf der linken Seite eures Telefons brauchen wir den Lauter-Taste, dann die Leiser-Taste, also Volume Up und Volume Down. Und auf der rechten Seite brauchen wir die Power-Taste. Das ist die An- und Ausschalt-Taste auf der rechten Seite. Wie machen wir das jetzt? Wir werden zuerst den Lautstärke nach oben oder Lautstärke Lauter-Taste drücken, loslassen, dann die Leiser-Taste drücken und auf die andere Seite wechseln und die Power-Taste gedrückt halten, bis das Apfel-Logo wieder zu sehen ist. Dann bootet euer Gerät nämlich wieder neu und sollte wieder funktionieren. Okay, also Lauter-Taste drücken, Leiser-Taste drücken und auf die rechte Seite wechseln und den Power-Button gedrückt halten, bis das Logo erscheint. Ihr geht jetzt, selbst wenn hier Ausschalten steht, nicht hin und werdet das Ausschalten-Symbol benutzen, weil wir wollen ja ein Hard Reset durchführen. Und jetzt könnt ihr loslassen. Jetzt bootet das Gerät neu und eure Daten sind nicht verloren gegangen und es sollte wieder funktionieren. Das macht man, wenn ein Freeze da ist, also euer Gerät eingefroren ist, die Touch-Einheit nicht mehr funktionieren sollte, als allererstes. Solltet ihr das probieren und es ist ja recht einfach. Und ihr seht wieder, ich komme wieder rein. Jo. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.